Hi Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute zeige ich euch mit Seras die F111 Aardvark in den Bodengefechten. Ich muss allerdings heute ein bisschen anderen Einstieg in das Video machen, wie ihr gerade schon seht, denn die Runde, wo ich ein bisschen was über das Flugzeug erzählt habe am Anfang, war komplette Scheiße. Und die anderen drei Ründchen, die wir gemacht haben, die sind eigentlich ganz gut, aber ich hatte keine Zeit, nochmal die Einführungsrunde aufzunehmen, weil die hat einfach nicht funktioniert. Was gibt es zur F111 zu sagen? Es war das erste in Serie produzierte Schwenkflügelflugzeug und das Ding kann unfassbar viel Zuladung in War Thunder tragen. Zum Beispiel 8x 3000 Pfund Bomben, also 24.000 Pfund an Bomben. Oder 456 ungelenkte Raketen. Das Ding ist schon im Bodengefecht eine Wucht. Im Luftkampf kann ich es euch nicht empfehlen. Wir haben es versucht aufzunehmen, aber die AIM-9Bs, die dieses Ding mit sich führt, sind komplette Grütze, aber das kennt man ja schon. Deswegen für Luftkämpfe kann ich sie ehrlich gesagt nicht so wirklich empfehlen. Das Interessante an dem Teil ist, es hat ein automatisches Flare-System, das aber mit Vorsicht zu genießen ist, weil eure Flares sehr schnell leer sein können. Und ja, aber insgesamt ist das ein lustiges Teil. Ich finde es zum Beispiel optisch auch sehr hübsch. Aber überzeugt euch selbst. Wir gehen jetzt direkt in die Runde. Und ich habe sogar ein neues Fahrzeug auf Marketplace dafür gekauft, um dieses schnell in dieses Flugzeug reingekommen zu kommen. Und zwar den CCVL. Bei den Amerikanern sehr lustiger Light. Kann ich tatsächlich empfehlen. Und ich würde sagen, viel Spaß. So, Freunde, wir versuchen es nochmal und wenn nicht, wird es einfach heute eine lustige Kill-Folge. Für beide Seiten irgendwie. Ich werde, glaube ich, einfach nach wie vor bestraft für meine VT12-Folge. Hast du aber auch verdient. Tja, falls ihr die nicht gesehen habt, meine Damen und Herren, das war meine erste Nuke und die auch gleich in der Aufnahme. Kam letzten Sonntag raus. Schaut sie euch an. Das Thumbnail ist nicht zu übersehen, glaube ich. Was habe ich denn jetzt für Frame-Einbrüche gerade? Ah, ich habe wieder einen beschissenen Ping. Ich glaube, ich habe den Ami-Server noch mit drin. Ja, ich habe auch einen Ping. Ich hatte nämlich versucht, die Sachsen zu machen. Aber ja. Momentan spielt keiner Schiffe, also wirklich niemand. Oh, ich sterbe jetzt durch Arti. Ich verleicht auch. Das ist schlecht. Boah, 2S38 sind so Banane, ne? Ich hab den von vorne durch die Hülle geschossen. Nix. Gar nix. Ich versuch's jetzt nochmal. Hey. Meine schönen kostenlosen Gutscheine, die bei dem Fahrzeug dabei waren, die gehen alle gerade drauf für diesen Wie viel Mist. waren da jetzt dabei? 20. Aber trotzdem, wäre alles total unnötig, die jetzt zu verblasen. Wo kam da jetzt das MG-Feuer? Ich habe keinen Bock, da jetzt in den MBT reinzufahren. Ist da irgendwo ein MBT? Ja. Wie gesagt, also irgendwo in der Stadt muss ich auch noch ein 2S38 rumdümpeln. Ich habe Den keine habe Ahnung. ich gekillt. Der hinten bei mir war, an der Ja, Stadtmauer. der ist mir einfach vor die Flinte gefahren. Ja. LOL! Mich hat die Smoke-Arti-Granate getroffen, die hat meinen Smoke gezündet. Schick. Ja, die hat mich, glaube ich, schon mal gekillt. In einem ganz leichten Fahrzeug. Ob die Top, kann ich mir das vorstellen. weiß nicht, was es war, aber ich glaube, es war irgendwas Lows Mittieriges war es irgendwas. Da war doch gerade ein Gegner. Ist natürlich auch noch kein Rangefinder, gar nichts bei dem Ding.
LOL. Scheiße. Ich hab dem Hubschrauber gerade seinen Rotor abgeschossen. Schön, dass es geht, wenigstens. Ach komm. Abschusshilfe, Kühler. Ich sehe es schon wieder kommen. Also wenn ich es ins Flugzeug schaffe, dann mit sehr wenig Punkten. Muss doch nur scouten. Da ist ein Heli am Horizont. Also ich versuche hier gerade alles von C wegzuhalten. Ich gucke jetzt halt, dass ich durch Scouten und durch Erobern Punkte und so krieg. Da ist einer. Ach komm, der hat schon wieder nicht durch die Wände gescoutet. Warum haben die das gefixt, ey? Zack. Kann ich ins Flugzeug? Ja, locker. Dann fahre ich jetzt mal Richtung A, lass mich erschießen wahrscheinlich und dann ist gut. Aber da hinten knattert es schon wieder mit Flachs. Nein, lass mich in Ruhe. Ich schwöre, es ist wirklich keine Absicht, dass die dummen Gegner alle vor mir stehen. Tja. Man muss auch mal Glück haben und gönnen können. So. Ich versuche mein Glück. Flieg, also ich würde dir wirklich empfehlen, hochzufliegen. Ja, mach und ich jetzt halt auch. Beim Diven den Marker zu benutzen. Ja. So, mal gucken, wie schnell ich mit dem Ding Höhe gewinne. Afterburner ist drin. Also mit der vollen Beladung Afterburner nach oben geht, aber du darfst halt wirklich nicht nach unten oder gerade fliegen damit. Wird schon gelockt. Links vorne irgendwo. Alter, ich hab einen Strömungsabriss. Warte, ich komm mit. Ich fang das Feuer ab. Ja, das oh, zu dir fliegt ein Flieger hoch. Rakete raus, Flair. Ich will doch nur meine Bomben loswerden. Achtung! Das ist ein MiG. Ich häng dran. Das ist ein MiG, ja. 21. So, du Arschkramper, jetzt fick ich dich. Ach, nein, oder du? Oh, sorry. Ich hatte nur im Kopf, dass ich ihn wegmachen muss. Da kommt noch eins. Wo? Über C. Über C, wie hoch? Ah, ich seh's ja. Tief. Aber ich glaube nicht, dass der uns will. Nee. Also ich bin jetzt erstmal dein Geleitschutz. Ach doch, da kommt der. Nee, kommt der? Nee. Nee, jetzt. Okay, da kommt gerade ein bisschen was über die Brücke. Gönn dir. Ich kümmere mich um die Flieger so lange. Ich habe jetzt extra weniger Zuladung mitgenommen. So, einfach mal hier drei drauf. Sehe ich irgendwo vielleicht noch ein... Lol, ich habe echt mit der M9B was getroffen. Sehr gut. die Bomben sind angekommen. Treffer! Noch ein Anflug? Ja. Und währenddessen werde ich noch einen Heli wegschrubbern. Also sag Bescheid, wenn ich meine Bomben benutzen darf. Moment. Boah, bin ich schief. Okay, nee. Der Anflug war scheiße, ich wollte den Heli haben. Vergiss nicht, dass du mit der 20er Sachen auch killen kannst. So, ich mach jetzt noch einen Anflug. Da. Ja, ich hab ihn nur gekrittet, kannst du ihn dir holen. Ich hab extra mit der Kanone den Motor gezogen. Oh nee, da stehen so viele von uns drumherum, ey. Ach, Kollateralschäden. Wie soll ich den denn... Nee, er ist tot.
Und sagen, wie soll ich den denn pinpointen? Da fährt was. Ja. Schießt auf mich. Da ist auch noch einer. Einen habe ich, aber... Ich mach den zweiten. Sehr gut. Abschluss. Da ist noch einer. Ich habe nur noch Kanone. Wie gesagt, die ist sehr gut. Mir geht's leider nicht so gut. Willst du zurückfliegen? Nee, ich drehe jetzt. Alter, ich flätz bin. Ich flätz bin. Meine linke Tragfläche war halt die ganze Zeit schon komplett schwarz. Hui. Okay, das mag dieses Ding gar nicht. Au. So, aber da kann ich nochmal rein wenigstens. Zack, zack. Es wundert mich halt, dass du schon wieder so ewig am Himmel hängst und es nichts passiert. Ich hab irrsinnig viel abgekriegt, mein Flugzeug fliegt kaum noch. Na, dann ist ja gut. So, alle guten Dinge sind drei, Leute. Diesmal habe ich immerhin Kill gemacht mit dem Ding. Gucken wir mal. So, Freunde. Noch ein Versuch. Ich werde jetzt ganz außen hinfahren. Echt nicht, Captain? Jetzt nicht mehr. Das schaffe ich okay. nicht. Okay, meine Gebete sind mit dir. Ich werde das nicht tun, ich sterbe da immer. Ich bin jetzt schon zu spät zum Cappen. Aber ich gucke, ob ich vom B aus Sachen abfangen kann, die auf dich schießen. Ach, Ziel wurde bereits aufgeklärt. Ey, leck mich doch am Ärmel. Yes! Aus der Fahrt. Nice. Nice. Das war... Zwei Schüsse hat's gedauert, aber dann hat's geklappt. Alter. So, jetzt sind wir erstmal für eine Sekunde sicher. Da ist einer. Au, 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 au. Au, 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 au. Ja, kann ich zurückgeben. Au, 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 au. Das wird nicht. Ich habe schon wieder so ein Drecksding gefunden. Au. Ich muss hier in die Senke rein, ich muss in die Senke rein, ich muss in die Senke rein. In die Senke. Jetzt sollte ich erstmal für einen Moment sicher sein. Wo gibt's hier mal was zu scouten? Oder zu töten. Ich hasse 2S38er als Gegner so sehr. Ach komm. Da hinten hängt übrigens ein Heli über dem Schlachtfeld. Mm, die haben auch schon eine 2S6 als TD in der Stadt. Ah, kacke. Was denn? Ja. Da will unbedingt einer mit mir spielen. Habe ich gerade nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, sehr gut. Das war der. Tot. Hört auf! Die Raketen über mich wegfliegen. So! Jetzt kann ich erstmal einen Moment fahren, ey. Einfach mal fahren. Ach man, das mit dem Scouten klappt aus der Fahrt leider nicht mehr so wirklich gut in letzter Zeit. Nee, Scouten ist generell ziemlich buggy in letzter Zeit. Null. Also noch schlimmer als sonst, finde ich. Als ob der mich gesehen hat. So, also du sagst 4 Bomben? Ja, ich nehme mal 4 Bomben und die 2 Raketen plus die Kanone mit. Das langt. Flieg lieber zurück und komm damit schnell weg als langsam und die Flügel sind starr. Na gut. Und damit kann ich Afterburn, ja? Ja, ja, die Flügel klappen dann automatisch ein. Wo hängen die denn dran? Die inneren 4 Pylonen sind schwenkbar, die äußeren nicht, deswegen. Okay, also
Flügel gehen gerade nicht zusammen. Nicht zu langsam. Ah, jetzt gehen sie zu. So, nochmal ein paar Meter hochgehen. So. Also in C ist definitiv was drin. Ja, gut, ist halt die Frage, wann fange ich die Kiste ab? Weil ich bin jetzt 6 Kilometer hoch. Wenn ich jetzt Bomben werfe, dann sind die ja erst in einem Jahr unten. Ja, deswegen Bremsklappe rein, Afterburner nicht mehr machen und nach unten diven. Im Dive die Bombe raus, die ist relativ zügig dann da. Ich hab kein Ziel, ich sehe nichts. Ich sehe keine Bewegung. Au, ja, sorry, ich kann leider nichts mehr scouten. Da ist einer. So, ich setze es auch alles auf eine Karte. Einen habe ich. Sehr schön. Zieh halt immer wieder hoch, weil wenn du zu tief fliegst gegen die 2S38 und Pumas. Nee, ich habe jetzt erstmal geworfen, jetzt fliege ich hier tief weg und dann gehe ich wieder hoch. So. Ich finde das Flugzeug optisch eigentlich auch ganz cool. Ich mag nur die Cockpit-Sektion nicht so gerne. Doch, finde ich eigentlich voll cool, weil die heißt zwar Erdferkel, aber eigentlich sieht sie eher aus wie ein Erdmännchen und die Augen passen da in Form des Cockpits eigentlich ziemlich gut zu. Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Oh, ist das eine Rakete? Nee, das ist Smoke. Das merke ich mir mal, die Stelle. So, ich mache mal einen Anflug. Oh, die haben eine Flieger, Achtung. Oh, ich muss gerade werden, ich verliere zu viel Geschwindigkeit. Wir haben gerade gesehen, was passiert letzte Runde, wenn man das macht. Extreme Overlord. So, ich gehe wieder rein. Also hier außen, siehst du? Ja. Den hatte ich mir auch eben gemerkt. Das war meine. Fliegst du den an? Ja. Aber wenn du divest, hast du dann das Triebwerk noch an, weil ich mache das komplett aus. Triebwerk an, aber ohne Afterburner. Trotzdem 100% Schub oder was? Ja. Okay, dann mache ich das jetzt auch. Ah, ich habe Flugzeug an der Hacke. So, ich habe die zwei Bomben raus. Flugzeug in der Hacke. Wo bist du überhaupt? Oh nein, der ist gestorben in vorher. Oh Mensch. Ich flieg zurück, hol mir neue Bomben. Bist du tot oder wo bist du denn? Nee, ich lebe noch. Mich nervt gerade nur so 11, aber ich kann ja zum Glück mit Afterburner. Direkt bei mir. Also wirklich direkt bei mir. Ein bisschen unter mir. Ich sehe die nicht. Die fliegt gleich wieder hinter mir hoch. Ah doch, da ist er. Wenn du deine Rakete reindrückst, bin ich nicht unglücklich. Der hält gerade so schön still. Ist sie raus? Ja. Ich schieße noch eine zweite. Ja, ist tot. Ah, sehr schön, danke dir. Die zweite trifft hoffentlich nicht dich. Unwahrscheinlich. Bumm. So, dann einmal zurück. Wie gesagt, mit der 20er kannst du auch extrem Schaden anrichten. Okay. Du hast fast 40 mm Pen auf 100 Meter mit der. Dann probieren wir das doch mal. Aber gerade sowas wie ein 2S38 musst du ja arg aufpassen. Ich hab jetzt gerade nichts gesehen. Flieg zurück. Nee, hört auf mich zu schießen. Ne, ich hol mir jetzt erstmal neue Bomben. Hat mir interessanterweise nur die Klappen abgeschossen. Na gut, und mein linker Flügel ist wieder schwarz, aber.
Bremsklappe raus. Sieht das aus wie ein Klappspan. Aber gespannt, ob man die noch gut landen kann, wenn die ein bisschen müde ist. So, wann meckert Trieb, wann ist Fahrwerk? Ist das zu schnell fürs Fahrwerk? Nö, sieht gut aus. Hey, aber du hast einen Luftkill und du hast Bodenkills. Das ist eigentlich eine super Runde. Ja. Alter, Strella. Hat mich gerade eine Strella erwischt, obwohl ich 50 Flares raus habe. Strella, natürlich. Die Heatseeker von der ist broken. Das stimmt. Hatte ich heute Mittag auch schon. So. Das ist gar nicht so eine schlechte Landung. Da bin ich zufrieden mit. Ah, die hat gar keinen Fallschirm. So, dauert jetzt leider eine Weile, bis das Ding fertig ist. Ja, die haben uns leider ganz schön überrannt. Ich hoffe, dass ich nochmal rein kann. Also ich versuche, Cap zurückzuholen, aber ich kann nichts versprechen. Zumal die Hubschrauber haben. Irgendwie von unserem G-Links? Warum lese ich da gar nichts? Da müsste doch Gegner ohne Ende sein. Au. Bitte nicht, bitte nicht. Jetzt gibt's Stöffchen, Baby. Ich flieg da jetzt einfach komplett direkt rein und schmeiß. Gib Stöfchen. Pass aber auf, wie gesagt, hier im Destreller. Das ist super eklig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ankomme. Nee, ich glaub's nicht. Komm schon. Nein. Schade. Na gut. So, Freunde, immerhin eine schöne Map. Es wird in dieser Folge sehr viel dafür getan, um das Video der geschminkten Wahrheit für diesen Monat ordentlich lang zu machen. Also die Artwork ist tatsächlich momentan das Schwierigste, was ich so in letzter Zeit gemacht habe, zumindest was die Aufnahmenanzahl angeht. Eigentlich hatten wir bisher nur eine gute Runde. Zumindest für das Flugzeug. Ja, das ist es halt wieder. Wenn du unbedingt irgendwas zeigen musst, dann passiert genau das. Ja. Kann dir jemand umbringen, bitte? Und dann Kühler. Ach komm, wie viele Gegner sind denn hier bitte? Na gut, aber das könnte eine ganz gute Runde werden, wenn die so losläuft. Bin ich zufrieden. Lichtschütze. Er ist ja immer noch nicht tot. Ey, wie viel hält der denn bitte aus? Gegen wen oder was kämpfst du denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Radkampfwagen. Soll ich mit drauf schießen? Ja, mach den fertig. Hit. Ey, was hält der denn aus? Danke. Ey, der hat so viel Muni gefressen von mir. Ja, ich hab's gesehen, nicht nur von dir. Irgendwo da hinten scheint was zu stehen. Oder? Das sind zwei S38, genau, der mich genervt hat. Und das raus. Levelpunkte habe ich. Theoretisch könnte ich schon ins Flugzeug, aber ich mache mal noch ein paar mehr. Wenn es geht. Pass aber auf, dass es nicht so eine Runde wird, wo unser Team einfach rüberrutscht, ne? Ja.
Sieht nämlich schon fast so aus. Ja gut, ich gehe rein. Go, go, go! Klappt die Flügel zu, Kolleg, und ab dafür. Das sind die gleichen Pylonen, wo die Kanonen gerade dran gehangen haben. Flugzeug will mich verarschen. Ich gehe nochmal einen Tacken höher. Alter, ja. 2.38 broken as fuck. Einmal komplett mit dem Dart durchs Munitionskarussell, es ist gelb. Ah. Ist markiert, gönn ihn dir. Welcher, der gescoutete? Ja, der hinten mit deren Spawn ist. Schicht ihm schöne Grüße aus. Okay, ich glaube, er ist gerade draufgegangen, kann das sein? Ja, da ist aber noch mehr. Ich hab schon wieder von irgendeinem was gefangen, ey. Aber gut, ich hab da jetzt ein bisschen was abgelegt. Oh, fein. Irgendwas hat mich erwischt. Was hat mich erwischt? Ich flieg gerade quer. Wie kann ich denn... Ah, mein Höhenruder fehlt. Der Seitenruder fehlt, deswegen. Déjà-vu. Scheiße. Oh, das war sogar, glaube ich, der, den du gekillt hast. Na, dann ist er schnell gespawnt und hat mich noch weggerotzt. Ja. 2 Kills gemacht. Super. Und das Gegnerteam ist, glaube ich, wirklich am Arsch. Einfach. Ja, unser Team ist einfach drüber gerutscht. Massenbombardement. Aber ich hau einfach alles raus. Viel Spaß. 5 Kills. Zack, zack, zack. Nö, 2 ist auch okay. Okay. Vielleicht fliegt sich vor allen Dingen sehr angenehm, wenn keine Zuladung dran ist, finde ich. Ja, aber mit Zuladung finde ich die teilweise schwierig. Furchtbar. Furchtbar würde ich es jetzt nicht nennen, aber die verhält sich komisch. Die wird nicht mal komisch steif, die wird irgendwie wabbelig. Irgendwie ja, die, wie so ein wirkt einfach, als wäre sie nicht stabil. Ja, wie so ein, amerikanischer, dicker, alter Wagen aus den 60ern oder so. Der hinten immer wieder ausbricht, meinst du? Ja, mit so weichen Blattfedern und so ein Kram und... Also ja. Viel zu schwer für seine Federn. So, meine Freunde, es tut mir jetzt leid, ich werde jetzt aber ein bisschen... Ja, du siehst, wo ich ihn angeschossen habe, der ist fast kaputt, hol ihn dir. Schön von hinten ran. Oh, der hört dich. Ja, lol. Der ist halt einfach nicht tot. So, jetzt aber. 50 Kill musste es dann richten. Au. Aber das hat mit der Art war gerade Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt räumen wir den Rest von dem Team noch weg. Ist vielleicht irgendwas am Himmel? Ich würde gerne mal was mit der Lavat abschießen, aber... Ja, die absolute Lufthoheit. Okay, willst du mich abschießen? Wo bist du denn? Hinter dir. Komm gerade angeflogen. 3 Kilometer. Den erwisch ich. Hol ihn dir! Ja. Wo ging das denn hin? Oh cool, ich habe mich in den Boden reingebackt, sehe ich gerade. Nice. Radfahrzeuge und Boden. Radfahrzeuge und War Thunder. Ja. Hier, ich bin in der Pfütze reingebackt. Geil. Ja gut, aber wir haben jetzt tatsächlich noch der 1, 2, 3 Rötchen gemacht mit der Art Wag. Sie ist witzig, aber gewöhnungsbedürftig, würde ich es einfach mal nennen. Aber ich bin gespannt, ob sie vielleicht tatsächlich dann auch irgendwann mal die Jaguar als Atombombe auswechselt, weil wir haben jetzt eine Atombombe im Spiel. Ja, würde Sinn machen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao, ciao.